Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf. Danke. Danke. Meinem Kanal. Freunde, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, geht es für uns heute in die Trampolinhalle. Und wir spielen, wenn ich du wäre. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Weil wir waren tatsächlich noch nie irgendwie zusammen Sport machen oder in der Trampolinhalle. Ich weiß auch gar nicht, ob die Jungs überhaupt Trampolin springen können. Aber an erster Stelle schauen wir erstmal, ob es den Nachbarn gut geht. Berlin! Seid ihr gut drauf oder was? Verpiss dich, du Hurensohn! Okay, dann nicht. Hier in meinem Zimmer sieht's auf jeden Fall wieder sehr entspannend aus. Also Freunde, gucken wir mal, was die Jungs machen und sagen ihnen, dass sie sich ready machen sollen und wir losgehen. Feti, mein Bester! Nein, Feti ist nicht da! Lassen Sie mich in Ruhe, hau ab! Geh weg! Geh weg! Bruder, wir müssen los in die Trampolinhalle! Darf ich mich vorstellen? Hallo! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wollt ihr einen Kai oder einen Baklava oder was auch immer? Wie geht's euch? Now? Bitte, bitte, bist du ready? Trampolin springen. Bouncy, bouncy, yeah, yeah. Dance Battle. Ja, was ist denn hier? Oh! Dance Battle, Bruder, Dance Battle, jetzt. Hau raus. Kamera hat sich sogar gedreht, Alter. Jetzt, pass auf, pass auf. I am the one who gets sun and my son is up on the street. Jetzt bin ich aufgewärmt für die Trampolinhalle. Wir schauen mal ganz kurz, ob Alper auch ready ist. Okay, wir stürmen jetzt einfach komplett rein. Bruder, wir müssen los. Mach dich mal ready jetzt. Trampolinhalle. Yeah. Ja, Mann, ich kann es kaum erwarten, einen Flick-Flack-Overduck zu machen. Ich würde so auf die Fresse hauen, ich weiß schon ganz genau. Komm schon wieder zu spät. Beeil dich mal jetzt, Junge! Okay. Du bist viel zu aggressiv manchmal. Okay. Beeil dich mal, Junge! Hör auf, du Scheiße! Das Video geht 51 Sekunden und es braucht 10 Minuten, um runterzuladen! Digga, was macht ihr mit meinem Schuh, Jungs? Digga, was? Was macht ihr, Digga? Er ist verrückt geworden! So, Freunde, wir sind jetzt ready und im Auto in Richtung Trampolinhalle! Yeah! Seid ihr drauf, Freunde! Sag mal, wie du einparkst, Digga! Tschüss. Freunde, wir sind da! Ja, meine Freunde, alles klar! Jungs! Jump House! Let's go inside! Jungs! Was ich entdeckt habe! Einen Boxautomat! Wir nutzen auf eigene Gefahr! Ich werf schon mal ein. Ich mach ready für dich! Okay, viel Tschüss! 833! Tschüss, Digga, ganz Automat, Shepard! Der stärkste im 030 Haus, offiziell der stärkste, Digga. Was hab ich da gerade gesehen? Alpha, Bruder, mach mal weiter auf. Ein Loch, Digga. Freunde, hier sind die Sprungregeln, ob wir die gelesen haben. Klar, ob wir die einhalten? Niemals, Alter. Erstmal. Wow, das ist dein Aufwärmen, Bro. Wir müssen leider aufhören zu filmen. Dann dürfen wir hier drauf nicht filmen, oder was? Bro, wir filmen trotzdem. Wir filmen trotzdem. Wir beginnen jetzt, wenn ich du wäre. Und ich würde sagen, Digga, die erste Aufgabe geht an Alpine. Alpine, wenn ich du wäre, probier jetzt einen Frontflip, Digga. Mach. Ich hab sowas in meinem Leben nicht gemacht. Digga, heute ist es, gibt immer ein erstes Mal. Vorhin sagte noch, ich mach Flickflack Overduck. Du musst... Wie geht das, Digga? Zeig, was du kannst. Mission completed! Mission completed? Was würdet ihr sagen? Skala von 1 bis 10? 0. Minus 10. Okay, Levin, mein Bester, wenn ich du wäre... Würde ich versuchen... Wait, was machst du hier? Entschuldigung. Wenn ich du wäre, Bro, würde ich von da versuchen, einen doppelten Vorwärtssalto da reinzumachen. Ich hab das nie gemacht. Aber hat die nicht gerade gesagt... Doppelt. Warte mal, hat die nicht gerade gesagt, das ist verboten? Wir brechen die Regeln. Ich hab tatsächlich ein bisschen Angst, aber wir ziehen durch. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Du bleib. Mach. Zieh durch, Bro. Oh. Oh mein Gott! Was ist da passiert, ja. Bro? Okay, Jungs, ich habe die perfekte Aufgabe für euch. Wenn ich ihr wäre, dann würde ich jetzt hier gegeneinander kämpfen auf diesem Ding. Pizzi gegen Alpa! Wer zahlt Maggis nachher? Der Verlierer zahlt Maggis. Es geht um Essen. Okay, Pizzi, bereite dich vor. Wir haben sogar Zuschauer. Pizzi! Seid ihr ready, Jungs? Okay, let's go! Nochmal, go!
Das ist ziemlich peinlich hier. Alle Leute stehen hier bei uns. Auch ganz entspannt. Wir sehen beide ziemlich mitgenommen aus. Problem ist, ich habe 6 Monate lang trainiert, aber im Kampf und so kannst du nichts mehr von dem umsetzen, weißt du? Okay, Freunde, wir machen jetzt ein Battle. Wir haben einen neuen Kameramann. Hier, der Bre ist uns mein Kameramann. Und jetzt werden wir das ultimative Match machen gegen Fit. Okay, let's go! Okay, hey, Mike, bist du hart in der Linie, gell? Was wird los? Raus! Jetzt pass auf, der trifft Fitti seinen Kopf. Fitti gibt auch noch eine Steht die ganze Wies! Oh! Ich bin raus, Digga, einfach als Erster! Ich bin einfach als Erster raus, Digga, das war's komplett! Komm, Fiti, zeig, was du kannst! Oh, jetzt, Bruder! Oh, oh! Headshot, Digga! Auf Kamera! Gib Fiti eine Bombe! Jo! Tschüss! Einfach aus Ohren! Das war's, Digga! Was passiert hier, Freunde? Was passiert hier? Fiti, mein Bester, ja, du warst da noch gar nicht dran. Wie wär's, wenn du doch mal einen Rückwärtssalto probierst? Weil ich auch so gut einen Vorwärtssalto kann. Okay, Fiti, let's go, mach, probier. Okay. Das war's oder was, hä? So, wir müssen von draußen filmen, Ja. Okay, mach. Oh, der Wild, Digga, der war einfach echt clean, ohne Scheiß. Der war echt der war crazy. Ich hab nicht damit gerechnet, seid ehrlich. Alpay, mein Bester. Jetzt ist die Zeit gekommen. Du hast die ganze Zeit dran gedacht. Wenn ich du wäre, Bruder. Auf gar keinen Fall. Gehst du jetzt dort hoch zu diesem Parcours auf gar keinen und Fall. Machst dieses Ding dort. Auf gar keinen doch, Fall. Doch, Bruder. Ich hab Höhenangst, Digga, ich mach das. Und ihm auf Riesenrad, der will, dass ich da hochgehe. Ey, soll Alpay mal dieses Ding dort machen? Ja! Ey, Freunde, er hat so Angst, er hat so Höhenangst. Ich schwöre, er hat richtig Höhenangst. Aber er hat gerade so Angst. Für Vorteil! Digga, wir haben einfach ganz kurz die komplette Trampolinhalle übernommen, Jungs. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie. Jetzt kommt der Tag, Bruder. Der Mann hat gar keinen Bock, schaut ihn euch an. Bruder, ich werde gleich weiß, glaube ich. Mir geht's echt übel jetzt schon. Das musst du jetzt üben, ja, wenn ich Höhenangst habe, ist das schlimm hier? Dann mach's lieber nicht so. Sure, ich hab selbst auf dem Rumlauf im Riesenrad, hab ich Angst. Du bist übergeschützt, Bro. Bruder, so drüber ziehen. Jetzt ist schon zu spät, Digga. Jetzt ist schon zu spät, Bro. Du hast schon Angst. Ja, der Abfahrt. Ich fühle mich gerade so, als würde ich so aus dem Flugzeug in den Krieg stürzen. Der Mann hat so Angst. Ich krieg das nicht hin. Schau, mein Herz rast jetzt schon. Schau mal, wenn ich das alleine hier sehe. Der Mann hat so Angst, Freunde. Oh mein Gott, das ist aber schon hoch, oder, Alpay? Erfüll deine Aufgabe. Mach. Ey, ich krieg das nicht hin. Mach jetzt. Digga, der Mann stellt sich an. Mach jetzt. Bruder, das ist hoch, Mann. Mach. So. Mach jetzt. Digga, ich verstehe nicht, wie man wegen sowas so ein Theater machen kann. Kenner, Digga. Spring jetzt! Oh mein Gott, Freunde, ich bin gerade angekommen. Ihr seht. Und ich hatte die Angst meines Lebens. Ich konnte nicht mal aufnehmen. Ich wollte eigentlich mein Handy in der Hand halten. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich vor lauter Angst, ich hab's nicht geschafft. Das komplett. Freunde, jetzt sind wir tatsächlich hier aus der Trampolinhalle rausgeflogen. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier davor. Für uns geht's jetzt auch zurück. Man durfte da ja wohl absolut nichts machen. Keine Mütze, keine Ohrring, gar nichts tragen. Digga, nächstes Mal kommen wir einfach in Unterhose, oder? Ja, besser ist es. Katastrophe. Wir haben irgendwie auch die ganze Zeit, egal was wir gemacht haben, gegen die Regel verstoßen. Naja, Freunde, jetzt sind wir rausgeflogen. In dem Sinne, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt die Jungs ab. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alpay hat das letzte Wort. Peace!